Ich benötige ein Bild für die Bautafel. Zuerst werde ich mir das Gebäude in Allplan entwerfen. Da ich hier noch kein passendes Projekt habe, lege ich mir hier ein neues Projekt an. Als Projekt für die Bautafel. Weiter. Weiter. Hier nehme ich gleich das Vorlageprojekt. Weiter. Fertigstellen. Dann ist das Vorlageprojekt angelegt. In der Teilbildliste werde ich mir in der Bauwerkstruktur das passende Teilbild heraussuchen, wo ich mit meiner Planung anfange. Grundriss Erdgeschoss. Schließen. Dann nutze ich bei den Paletten, bei den Assistenten aus den mitgelieferten Allplan-Assistenten die mitgelieferten Bauteile, um meinen Grundriss zu entwerfen. Ich bediene mich hier bei der 36,5er Wand mit 12er Dämmung. Checke kurz in den Eigenschaften, ob alles soweit passend eingestellt ist. Die Wand bekommt unter anderem die schwarze Farbe. Auf die Farben sollte man, wenn man Visualisierungen macht, achten, dass jede Farbe für ein eigenes Material steht. In der Höhe werde ich mir noch die Höhe der Wärmedämmung ein wenig anpassen, damit diese die Dicke der Deckenplatte mit berücksichtigt. Okay, okay. Dann zeichne ich meinen rechteckigen Wandzug mit der Wandachse vielleicht auf Außenseite Mauerwerk gelegt und dann ist mein Wandzug 8,49 m auf 5,99 m lang. Damit ich das besser verfolgen kann, ist die 2+1 Animationsfenster Einstellung immer ganz okay. Und dann zeichne ich hier weiter. Hier wird noch eine Innenwand benötigt, welche ich später dann am Gebäude verfeinern werde. Diese Innenwand platziere ich auch an der entsprechenden Stelle. 3,51 m ist der Abstand. Bis runter. Dann geht es natürlich weiter mit den Türen. Hier kann ich mich bei dem Assistenten auch entsprechend bedienen, beim Öffnungsassistent. Eine Hauseingangstüre, welche ich per Doppelklick rechte Maustaste herausgeholt habe, welche ich entsprechend abplatziere. Mit einer passenden Breite. Das Makro kommt in die Öffnung rein, es wird bestätigt und der Türaufschlag platziert. Dann hole ich mir noch eine andere Türe für innen raus, platziere diese einen halben Meter entfernt von der Wand mit der entsprechenden Türbreite, mit dem Makro und dem Aufschlag. Dann bediene ich mich noch bei den Fensteröffnungen im Assistenten per Doppelklick rechte Maustaste. Fasse das Fenster an der richtigen Stelle an, um es an der entsprechenden Stelle 1,5 Meter eingemessen zu platzieren, mit einer Fensterbreite und der Lage der Öffnung. Auf der gegenüberliegenden Seite kann hier auch nochmal ein Fenster rein, mit einem entsprechenden Abstand entsprechend platziert. Für die Bautafel würde es reichen, hier diesen Grundriss fertiggestellt zu haben, aber in diesem Fall wird das Gebäude gleich noch mit Räumen versehen. Aus dem Assistenten wird hier ein Wohnenraum heraus aktiviert. Die Einstellungen sollten schon im Menü passen. Man kann sonst jederzeit reingehen und das ändern. Letztendlich geht es auf OK und der Raum wird nachgefahren über seine Diagonale oder per Geometrieerkennung. Ein weiterer Raum wird per Doppelklick rechts rausgeholt. In den Eigenschaften wird hier noch das geändert in Kochen, Essen. Okay, mithilfe der Flächensuche wird dieser Raum hier eingebaut und der Text platziert. Der Vollständigkeit halber wird für die Wände per Rechtsklick aus den Wänden heraus gleich noch das Werkzeug Wände bemaßen aktiviert. In den Eigenschaften checkt man, dass die Schriftgröße, Faktoren, Zahl, Eingabeoptionen und vor allem der Maßblock entsprechend eingestellt sind. In diesem Fall werden die erste, dritte und fünfte Maßkette ausgewählt. Okay, dann wird man die richtigen Wände auswählen, mit rechts bestätigen, mit links die Wandseite anklicken und das Ganze dann platzieren. Auf der rechten Seite wird jetzt verzichtet, die überflüssige Maßkette auszuschalten. Hier wird auch alles genauso vermaßt wie an den anderen Seiten. Alle Wände auswählen, bestätigen, Seite auswählen, platzieren. Eine Seite haben wir hier noch
wo das Ganze ausgewählt, bestätigt, angeklickt und dann platziert wird. Der Grundriss des Erdgeschosses ist damit soweit fertig.